So schmecken's am besten. Kesselfrisch. Aber wer hat schon das Glück? Ja, ich vielleicht gerade, aber nein, leg's zurück. Ich kümmere mich um die Geschichte, wie die Weißwurst eigentlich entstanden ist. Die Überlieferung schreibt, dass sie am 22. Februar 1857 im Gasthaus zum Ewigen Licht am Marienplatz dem damaligen Metzger Josef Moser als Fehlfabrikat bei der Bratwurstherstellung geglückt sei. Der Wirt machte sich damals schon recht früh am Morgen daran, die zur damaligen Zeit bekannten und beliebten Kalbsbratwürste herzustellen. Plötzlich musste er feststellen, dass ihm die Schafseitlinge ausgegangen waren. In seiner Not, die Gäste bestellten schon ihre Würste, füllte er das helle Brät in dickkalibrige Schweinedärme, drehte die Würste ab und brühte sie im heißen Wasser, weil er befürchtete, dass die Würste sonst beim Braten platzen würden. Aber zurück zu jetzt und hier. Mit was geht's los? Am wichtigsten ist natürlich Kalbfleisch. Dazu kommen Schweinefleisch, ein bisschen Speck. Das Ganze wird gewolft, dann gekuttert, 6 rattenscharfe Messer auf Umdrehung gebracht, sorgen für das richtige Brät. Und wo Reibung, da entsteht bekanntlich auch Hitze. Folglich muss Eis für Abkühlung sorgen. Fehlen nur noch die Gewürze, Herr Trimmel. Was gibt's von der Gewürzfront zu vermelden? Salz, Pfeffer, Zitrone und ein paar Geheimnisse, die ich nicht so gerne verrate. Dann haben wir noch Zwiebel, Petersilie und ein wenig gekochter und gewolfter Kalbskopf ist drin. Fertig ist das Weißwurstbrät. Die gewaschenen Seitlinge warten schon. Und los geht's, vollautomatisch, versteht sich. Fehlt gerade noch das Brühen. 20 bis 30 Minuten bei ca. 70 bis 72 Grad. Dann schaut's gut aus. Was in den Verkauf kommt, wird runtergekühlt. Die kleine Brotzeit für uns bleibt dabei noch im Wasser. Richtig spannend wäre jetzt zu wissen, wie die edlen Teile genussfertig wieder erhitzt werden. Ich glaube, ich frage einen Augustinerwirt. Der Josi kann nämlich nicht nur einschenken. Mein Weißwurst warm, aber das ist keine Kunst. Dann lässt das Wasser kochen, dann legst du Würst rein und dann lässt das ziehen. Und dann ist halt meistens das Kochen, wenn sie warm sind. Und dann gingen die bei uns in der Schüssel rein. 6 Reihen Löwenkopf da drin, wo wir die Weißwurst drin haben, dass der Gast das eckt, dass die Würst warm an die Tische kommen und auch warm bleiben. Und was gehört dazu? Ein hervorragendes Weißbier, ein Händelmeier-Senf, der gute Brezen und die Laune, das zum Essen und zum Trinken. Laut Weißwurstknicke ist Essen à la Bratz, also mit den Fingern, gerade so angenehm wie der gesittete Umgang mit Messer und Gabel. Was sagen jetzt Sie dazu? Stell dann die Innenseiten auf und tue es ganz raus und dann nehme ich eine Scheibe nach der anderen. Ich esse meine Weißwurst ohne Haut, mit der Brezen und ohne Haut. Mit Messer und Gabel. Ich weiß schon, das ist eine Sünde, aber ich mag das nicht anders. Ich tue die Haut aufschlitzen, abscheiden und esse dann mit Messer und Gabel. Ich esse mit der Pelle, aber das ist ja, ich bin ja auch Preuße, ich kann das ja auch nicht gescheit. Ich esse ganz, mit Verpackung. Zurzeit nicht mehr so viel, aber sonst habe ich jetzt 2 verpackt. Ja. Ich schneide mir halt runter, ich nehme die so, wie er halt diesen ganz nah. Nein, die wird schon mit Mist und Gold angegessen. Also. Das ist eine Misshandlung der Wurst, sage ich, esst, die Weißwurst mit den Fingern, dann wisst ihr, was habt ihr. Gut, dann mag ich jetzt auch noch 2 Paar. Eine Weißwurst stellt man in Niederbayern ein Stück weiß. Wir sind in Niederbayern und ein altbayerisches Gesetz sagt, Weißwurst nur bis um 12 Uhr. Das ist bei uns im Haus auch so. Wieder was gelernt. Weiß nicht Wurst ist. Ja, und den Herren weiterhin einen guten, gell? Auf den nächsten Weißwurstgeburtstag.